Stahl? Oder? Ja. Setzt du dich mal hier auf das und ich setze mich zu dir. So, moin und hallo zusammen. Herzlich willkommen bei uns im Volksparkstadion und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vom Kids Club und von unserem Partner Riva. Schön, dass ihr alle da seid und so viele. Bei uns ist unser Spieler Rick van Drongelen und ihr habt gleich die Chance, dem alle Fragen zu stellen, die euch so einfallen. Alles, was euch gerade in den Kopf kommt. Und wir machen das so ein bisschen wie in der Schule. Ihr meldet euch einfach, wenn ihr eine Frage habt. Und dann nehme ich euch ran und ihr könnt dann einmal kurz euren Namen sagen und dann könnt ihr direkt die ganzen Fragen stellen. Du hast es schon verstanden, da geht's direkt los, dann bitte. Was ist Ihr Lieblingsessen? Spaghetti Bolognese. Ja, hier vorne. 19. Willst du mit Mikro machen? Okay, ihr könnt ja immer noch einmal kurz warten, bis das Mikro kommt und dann... Diese geht auch, oder? Ich heiße Joris, ja, aber und wann bist du zum HSV gekommen? Letztes Jahr, also dieses Jahr ist mein zweites Jahr bei HSV. Dann hast du noch eine Frage. Wer ist der beste Konsolenspieler? Nochmal? Wer ist der beste Konsolenspieler? Du meinst PlayStation? Ich glaube... La Soga ist gut. Und Janjusic. Ja, La Soga, klar, weil er so gut guckt. Okay, dann hier vorne bitte. Ich heiße Julius und hast du einen Lieblingsgegner? St. Pauli. Ja, scheiße, Pauli. Das darfst du nicht sagen, ne? Okay, dann du gerne. Mein Lieblingsspieler? Ich denke Sergio Ramos von Real Madrid. Okay, dann machen wir da in der Mitte weiter. Laufen. Ja, möchtest du daneben weitermachen? Wo würdest du am liebsten spielen? Außer im HSV? Das weiß ich gar nicht. Vielleicht Barcelona oder Madrid. Das sind natürlich große Vereine, aber das ist noch weit weg. Jetzt bin ich bei HSV. Old Trafford. Kennst du das? Von welchem Verein ist das? Ja, United. Jetzt aber ein Geld. Wie läuft die Stimmung bei euch in der Mannschaft? Super. Jetzt haben wir natürlich viel gewonnen und das ist immer gut für die Stimmung und wir machen viel Spaß beim Training und auch nach dem Training machen wir spielen wir Tischtennis manchmal zusammen und die Stimmung ist sehr gut. Dann einmal kurz noch aufs Mikro warten und dann können wir hier vorne einmal weitermachen. Jetzt kannst du gerne deine Frage stellen. Okay. Sie waren ja beim Abstieg dabei. Konnten Sie noch den Abend, also den Kopf freikriegen am Abend von dem Abstiegsspiel? Das war schwer. Das hat ein bisschen gedauert und nach dem letzten Spiel war natürlich Urlaub und dann habe ich viel Zeit gehabt, um meinen Kopf frei zu machen und jetzt ist ja für die neue Saison und das hat ein bisschen gedauert. Okay. Möchtest du daneben gleich weitermachen? Nee, dahinter, einmal hinter dir, du bist dann gleich dran. Ihre Lieblingssportart neben Fußball? Nochmal? Ihre Lieblingssportart neben Fußball? Mein Lieblingssport? Eigentlich nur Fußball und daneben spiele ich gerne PlayStation zu Hause, Fortnite.
Okay, dann machen wir in der ersten Reihe. Einmal weiter, bei dir gerne. Wer ist Ihr Vorbild? Chiellini. Kennst du Chiellini? Das ist mein Vorbild. Wollten Sie schon immer Fußballprofi werden oder hatten Sie mal einen anderen Berufswunsch? Nein, schon immer. Wenn ich angefangen bin, war ich 4 Jahre. Und, aber dann war ich noch klein, aber wenn ich ein bisschen älter war, habe ich doch gedacht, ich möchte später gerne Profifußballer werden. Okay, dann hier vorne gerne. Wie ist die Chemie zwischen Ihnen und Christian Titz? Nochmal? Wie ist die Chemie zwischen Ihnen und Christian Titz? Das Verhältnis zum Trainer. Mit mir und Titz, meinst du? Gut, ich denke, Titz ist ein ganz guter Trainer für die ganze Mannschaft. So, und ja, auch mit mir. Wir haben ein gutes Verhältnis zusammen. Dann machen wir ganz links einmal weiter. Wie oft hat Salocca Tore geschossen? Habe ich Tore geschossen? Nee, Salocca. Lasoga, glaube ich. Oh, Lasoga. Ja. Ich glaube, jetzt hat er, dieses Jahr hat er 5 Tore geschossen, aber im Training schießt er auch noch oft viele Tore. So. 30. Vielleicht. Okay, dann in der Mitte, da in der letzten Reihe. Wer ist Ihr Lieblingsspieler? Sergio Ramos. Daneben? Ja. Ja. Welcher Spieler fanden Sie am besten früher, wo Sie noch klein waren? Wesley Sneijder. Kennst du Wesley Sneijder? Aus Holland, ja. Okay, und dann ganz außen. Wo habt ihr früher gespielt? Ich habe früher in Holland gespielt, in Rotterdam, bei Sparta Rotterdam. Dann wandern wir mal einmal wieder zurück. Du hast noch eine zweite Frage. Wollten Sie schon immer eher defensiv spielen oder auch mal offensiv? Früher habe ich auch offensiv gespielt. Ich war früher auch Stürmer, wenn ich 12 war, aber jedes Jahr bin ich eigentlich einen Schritt zurück gemacht. So, ich habe auch noch im Mittelfeld gespielt und jetzt dann in die Verteidigung, aber ich hoffe nicht, dass ich ins Tor muss stehen. Okay, dann davor bitte nochmal. Mit wie vielen Jahren haben Sie angefangen, Fußball zu spielen? Mit 4 Jahren. Ganz klein. Ja. Okay, hier vorne nochmal. Lieblingsplatz? Ja. Ja, natürlich hier im Volkspark, aber auch im Stadtpark finde ich richtig schön. Und ich habe auch einen Hund, so kann ich da manchmal spazieren mit meinem Hund und ja, schön da. Okay, dann machen wir hier vorne einmal weiter. Wartet mal einmal noch kurz auf das Mikro, bitte. Was ist Ihr Lieblingstrick? Ich mag das eigentlich nicht so Tricks, aber eine zum Beispiel Ito, finde ich, macht immer gute Tricks und seine Übersteiger finde ich immer schön zu sehen. So. Das ist ein von meinen Lieblingstricks. Okay, dann daneben einmal gerne. Vergessen. Oh. Das macht nichts. Dann überleg noch mal kurz und dann nehmen wir dahinter einmal. Da
Was muss man machen, wenn man zum Spiel, zum Training kommt? Oh, gute Frage. Früh aufstehen und dann 2 Stunden vorher bin ich hier im Stadion. Und ja, da machen wir immer Besprechung mit der ganzen Mannschaft. Dann machen wir ein gutes Warming-up und danach haben wir Training. Und Training ist immer anders, so der Trainer entscheidet jeden Tag wieder, was wir machen. Und was passiert, wenn ihr zu spät kommt zum Training? Dann musst du bezahlen, musst du Strafe bezahlen, wenn du zu spät kommst. Da ist das Taschengeld dann weg? Ja. Okay, wer hat noch eine Frage von euch? Ja, jetzt ist dir deine Frage wieder eingefallen. Wie viel musst du zahlen? Was ist deine Lieblingsposition? Innenverteidiger. Das passt ja. Ja. Okay, da ganz außen ist auch noch eine Frage. Welcher ist dein Lieblingsspieler außer vom HSV? Sergio Ramos von Real Madrid. Beim HSV? Mein Lieblingsspieler beim HSV? Nein. ja, Papadopoulos, aber er ist jetzt nicht dabei. Er ist verletzt, aber ich hoffe, dass er schnell zurückkommt. Okay, dann gerne da weiter. Was ist Ihr Lieblingsurlaubsort? Puh. Mein Lieblingsurlaub. Ja, jetzt ist für mich vielleicht, wenn ich zu Hause bin, bei meinen Eltern mein Lieblingsort, weil ja, jetzt wohne ich in Hamburg und wenn ich dann nach Hause fahre, dann ist das eigentlich mein Urlaub, so zu Hause bei meinen Eltern. Daneben gerne einmal. Was magst du an der Stadt Hamburg am liebsten? Schwer. Ja, die Stadt ist groß, es sind viele schöne Ecken. Ich mag der Alster mag ich gerne, der Hafen und ja, da gehe ich oft hin nach dem Training oder wenn wir einen Tag frei haben. So. Ganz Hamburg ist eigentlich schön. Dann haben wir ganz außen in der zweiten Reihe nochmal bitte. Was war früher Ihr Lieblingsplatz, wo Sie Fußball gespielt haben? Mein Lieblingsplatz früher. Als kleiner Junge, so, hattet ihr so eine Wiese oder wo ihr gespielt habt? Oder einen Bolzplatz oder einen Käfig? Ja. Früher, wenn ich klein war, habe ich neben meinem Haus war ein großer Grasenplatz und da habe ich immer mit vielen kleinen Kindern aus meiner Straße und meiner Umgebung Fußball gespielt. So erstmal zum Schule, aber nachher direkt draußen Fußball spielen. Wer hat noch eine Frage? Hast du noch eine? Nee, nur der Arm gekippt. Ja, ganz hinten. Auch nicht. Dann gehen wir eine Reihe davor. Wie fühlt ihr euch nach einem gewonnenen Spiel? Das ist das beste Gefühl, weil vor dem Spiel habe ich immer Spannung, viel Spannung. Und nach dem Spiel ist die Spannung weg. Und wenn du dann 3 Punkte hast, dann ist das das beste Gefühl. Dann hier in der ersten Reihe gerne nochmal. Wie viele Tore hast du geschossen? Beim HSV? Eine. Okay, dann wollen wir hier vorne gleich weitermachen. Was ist Ihr Lieblingsspiel auf der PlayStation? Fortnite. Scheint gut anzukommen. Okay, und dann machen wir dahinter einmal weiter. Ich glaube, da kommen wir vielleicht mit dem Mikro schon näher ran. Wie fühlst du dich nach dem Spiel? Ja, das liegt dran, ob wir gewonnen haben. Wenn wir gewonnen haben, sehr glücklich und entspannt. Aber wenn wir verloren haben, dann bin ich immer
ein bisschen traurig und böse und dann möchte ich so schnell wie möglich wieder das nächste Spiel spielen. So. Dann einmal in der letzten Reihe. Bist du gut in Fortnite? Wir können mal zusammen spielen. Dann machen wir mal schnell weiter mit der nächsten Frage. Hier vorne in der ersten Reihe bitte einmal. Warum wollten Sie Abwehrspieler werden? Ich denke, da bin ich am besten. Bin ich so gut offensiv. Ich denke, meine Stärken sind mehr defensiv. So. Deswegen spiele ich in die Verteidigung. Okay, ich hätte an ihm. Wie muntern Sie sich nach einem schlechten Spiel wieder auf? Nochmal? Wie Sie sich nach einem schlechten Spiel wieder aufmuntern? Ich gucke immer noch meine Spiele an und dann gucke ich, was ich besser machen kann. Und ja, du kannst nicht so lange traurig sein, du musst immer weiter. Und nächste Woche ist dann geht's wieder los und es ist wieder ein neues Spiel und auch wieder eine neue Möglichkeit, um dann wieder gut zu spielen. Ganz vorne nochmal. Wie heißt der Hund? Evi. Und dann einmal dahinter. Wie wäre Ihre Lieblingsaufstellung im HSV? Also die Top 11? Ja, es ist eigentlich egal. Ich denke, wir haben viele Spiele und jeden Spieler, der dabei ist, kann eigentlich spielen. So. Am Ende entscheidet der Trainer, wer spielt. So. Mir ist es egal. Dann daneben gerne nochmal. Würden Sie auch gerne manchmal kein Fußballspieler sein? Zum Beispiel, wenn Ihre Freunde ins Kino gehen wollen und Sie können nicht? Das ist eine gute Frage. Du musst immer denken, Profifußballer zu sein, dafür musst du sehr dankbar sein und ich weiß, ich kann nicht immer mit meinen Freunden sein, aber meine Freunde möchten auch alle eigentlich Profifußballer sein. So, deswegen, ich bin dankbar, dass ich Profifußballer bin und das gehört dabei. Okay, dann einmal ganz außen. Wie findest du deine Karriere beim HSV? Nochmal. Wie findest du deine Karriere beim HSV? Ja gut, ich habe viel Spaß hier und ich spiele viele Spiele, so ich bin sehr glücklich, um hier zu sein und um hier zu bleiben. Wie viele Pokale hat HSV schon? Nochmal? Wie viele Pokale hat schon HSV? Pokale, dreimal Pokalsieger. Bei welcher Mannschaft haben Sie früher gespielt, wo Sie noch 4 Jahre alt waren? Das war in meiner Heimat, das war ein ganz kleiner Verein. Das kennst du, glaube ich, nicht, das war AZVV. Habe ich auch schon in rot-weißer Trikot gespielt. So. Welcher Trick ist bei euch am wichtigsten? Beim Fußball? Ich denke, das Wichtigste ist, dass du mental sehr stark bist. So, dass du immer weitermachst, auch wenn es schlecht läuft, dass du trotzdem immer weitermachst. Okay, ein paar Fragen schaffen wir noch. Hier vorne. Würden Sie mal gerne für die holländische Nationalmannschaft spielen? Ja, das möchte ich sehr gerne. Ich spiele jetzt in der U21-Nationalmannschaft von Holland.
Und ich hoffe, ich weiß nicht, ob das klappt, aber ich hoffe, in meinem Leben nochmal für die erste Nationalmannschaft zu spielen. Das soll eine große Ehre sein für mich. Ja, vorne gerne noch. Denken Sie, dass Sie es den Aufstieg wieder schaffen? Ich hoffe es. Wir sind gut angefangen. Erstes Spiel nicht, aber danach haben wir vier gute Spiele gemacht, viermal gewonnen. Und es ist wichtig, dass wir so weitermachen. Und am Ende hoffe ich, dass es genug ist und dass wir wieder aufsteigen können. Okay, hier vorne nochmal. Mit wem verstehen Sie sich in der Mannschaft am besten? Ich denke, auf diesen Moment mit Mangala, weil er kommt aus Belgien und ich kenne ihn schon länger und wir sprechen auch die gleiche Sprache so, mit Aurel. Wenn du noch einmal mit dem Mikro bitte nach hier vorne kommst. Was ist Ihr Lieblingsverein? HSV. Ich denke, mein Lieblingsverein außen HSV. Ich denke Juventus. Hier vorne nochmal. Ich zock dich ab, wenn du auch mal gegen mir FIFA 18 spielst. Müssen wir mal machen. Oder FIFA 19, ne? FIFA 19 kommt auch. Okay, dann dahinter. Welcher Tabellenplatz seid ihr gerade? Erster Platz. Dann machen wir hier drüben, glaube ich, weiter. Wie läuft es so in der Abwehr? Ja, gut. Wir haben viele gute Spiele in der Abwehr und ja, wir haben viele Spiele gewonnen. Und wir versuchen jede Woche mal wieder kein Gegentor zu bekommen. Das können wir manchmal noch besser machen, aber ich denke, wir haben eine gute Abwehr. Okay, dahinter hast du noch eine Frage. Wie fühlt es sich an, ein Tor zu schießen? Das ist das geilste Gefühl in der Welt. Okay, und vorne in der Mitte noch einmal. Wie viele Minuten dauert eure Spiel? 90 und danach immer noch ein paar Minuten extra, so ja, manchmal 92, manchmal 93, manchmal 95. Okay, dann machen wir da hinten noch die beiden letzten Fragen, bitte. Wie heißt du auf der PlayStation? Das kann ich nicht sagen. Kann man auch auf der PS3 mit dem PlayStation spielen, denn ich habe eine PS3. Ich habe leider nur ein PS4. Und darf ich noch eine Frage stellen? Was ist Ihre Lieblingsmusik? Rapmusik. Von wem? Ja, es sind viele gute. Ich höre auch deutsche Rap, holländische Rap. Raf Komora zum Beispiel. Ja, es sind viele. Okay, das waren ganz viele tolle Fragen von euch. Vielen Dank. Ihr könnt jetzt natürlich noch gerne Fotos mit Rick machen und euch Autogramme und so weiter holen. Deswegen mache ich mich hier ganz schnell aus dem Staub und dann gehört Rick ganz euch. Soll ich hier sitzen bleiben? Ja. Ja.